bist du Tischli in der Steine. Eine laue Sommernacht. Freitag zu oben Grande Fiesta. Und der Stern im Süden lacht. Satte Jeans und enge Blüsli. Ich hab nur Nummer eins im Sinn. Freude, Tränen in den Augen. Heute oben spiel ich voll der King. Basler Riviera, Mykonos ist zweite Wahl. Las Palmas kann man glatt vergessen. Und Rimini schmeckt Fad und Schal. Basler Riviera, es ist geiler als in Saint-Tropez. Ich muss nicht noch Ibiza. Auch da kannst du tolle Kätzli sehen. Ajo! Ja, haben wir gerade schon mit. Ajo! Basler Riviera, Mykonos ist zweite Wahl. Las Palmas kann man glatt vergessen. Und Rimini schmeckt Fad und Schal. Basler Riviera, es ist geiler als in Saint-Tropez. Ich muss nicht noch Ibiza. Auch da kannst du tolle Kätzli sehen. Ein Küppli mit Theaterbrunnen. Stimmig ist erotisch schwül. Satte Spätzle sich flanieren. Ich spüre heißes Feriengefühl. Schwere Pommes, feine Müsli. Ich fühle mich wieder voll als Mann. Rote, schwarze, blonde, brüne. Ich glaube, ich könnte jede haben. Basler Riviera, Mykonos ist zweite Wahl. Las Palmas kann man glatt vergessen. Und Rimini schmeckt Fad und Schal. Basler Riviera, es ist geiler als in Saint-Tropez. Ich muss nicht noch Ibiza. Auch da kannst du tolle Kätzli sehen. Auch da kannst du tolle Kätzli sehen. Ich begrüße euch recht herzlich. Nicht nur ich, der Tobi, der Raffi, der Michi, der Michel. Der Boss, ja. Zum Glück hebt er die Kappe ein bisschen hoch. Dann sieht man es nicht, was draufsteht. Ja, er ist auch der Jüngste. Wir müssen den Jungen noch ja, in die Flausen ausleben lassen. Er will der Boss sein, weil er ist wieder zu haben, nicht wahr? Also, wir müssen ihn wieder am Mann bringen, an die Frau bringen. Die große Lehre. Das lässt sich nicht verdrängen.
mehr mit mir gemacht. Du lässt mein Leben anders fühlen. Ich spüre Werte, Qualität. Mein Herz ist fast am Explodieren. Hab ich den Flirmer noch nie gelebt? Dass doch nur einmal mit mir auf dem Petersplatz. Ich hab dich gern, du bist mein allerliebster Spatz. Wir sind vom Regen flatternass und ganze Wildbucht griffen Gas. Tanz doch noch einmal mit mir zu Basel an meinem Ring und sie bleibt stolz, will sicher nie mehr schöner sein. Ich hab fest Sorge, ging immer mir, eine grosse Liebe rostet nie. Ich weiss, das geht nie mehr vorbei, wir zwei uns Masen an meinem Ring. An der Zahl sind es ganze Haufen, nicht gerade ein Dutzend, aber ziemlich eine schöne Anzahl. Schnitzelbank, dann haben wir auch sonst ein paar Überraschungen für euch. Und eine wunderschöne Sprechnummer. Im Mail wollte ich eigentlich gar nicht. Welche Veranstaltung ist mir recht? Ist sie gut oder ist sie schlecht?
Dazu kann ich die Batz einladen mit einer eigenen Vorfasnachts-Hitparade. Ans Ridicule, das weiss jeder Deutsch, gehst, wenn du ein bisschen gehobener willst. Wenn du die Pointe nicht verstehst, genau, folgst nebendran, ein Mann, eine Frau. Doch halt, dort ist ja gar keine Sau. An meinem Mösli hast Spektakel und eine Band und am Schluss eine Nummer ohne Ende. Charivari ist ein absoluter Hammer, die Stückli dagegen eigen Jammer. Das Kellertheater lässt im grossen Ganzen der ganze oben um Puppen tanzen. Schabernack und Lumpenpack kriegt auch der Stutz aus jedem Sack. Das Pfiffli geht ohne Seich von Weihnacht bis zum Morgenstreich. Gerade in der Kirche bleibt bei den Sternli der Salvi mit seinem Kopflaternli. Und das Leckerli, auch das ist wahr, isst man normalerweise das ganze Jahr. Das Trommeli, die Mütter von allen Dänen, ist von 10, 9 Jahren zum Gähnen. Das Déjà-vu, sei der Name, Herrier, auch das hast du alles schon mal gesehen. Bist am Schluss überall angegangen, kostet das eine rechte Stange. Aber letztes Jahr hat es mir besser gefallen, hörst du und durch dein Führen alle. Und jetzt, kurz bevor es vier schlägt, so einer noch ans Fliegerli geht. Wenn das so weitergeht, ich mache weg, bleibt an der Fasnacht jeder im Bett. Doch halt, jetzt sind wir hier ja schon da. Drum wird auch zusammen einer genommen. Die Flieger sein, das kostet kein Geld. Auf uns! Und der Rest von der Welt! Da für euch das Kellertierli! Ich bin das Kellertierli. Ich bin neu hier. Also auf YouTube gesehen sind immer etwa die gleichen hier, ich bin neu. Ich möchte euch schnell meinen Helgenträger vorstellen, den habe ich dieses Jahr aus Indien geholt. Ich habe eine indische Schnitzelbank-Komitee investiert. Ihr lacht, aber das lohnt sich, da bin ich sicher. Amal, you can blätter. Ich habe eigentlich gerade am Anfang Welle vor euch anstehen und zur Feier des Tages ein paar weisse Tauben fliegen lassen. Aber der Tierschutz hat etwas dagegen. Die haben eine Riesenwut. Symbolisch mit der Hand kann ich es nicht machen. Seh, das kommt nicht gut. Sonde auf dem Mond hat unsere Neugier geweckt. Auf der dunklen Seite hat die ein Häuschen und ein rostiges Velo entdeckt. Es sei aber nichts Spezielles, erklärt dieser Mr. John. Die Hütte gehört im Hampenwessels, hinter dem Mond lebt er schon lang. Am 3 am Morgen fliege ich aus dem Nest. An der Türe läutet es gehörig. Dort steht ein, völlig nudelfertig. Er entschuldigt sich für die Störung. Ob ich ein frei
Steckdose heim. Ist im Schweiß hättest du können braten. Er sei wie ein Schucker in einer Verfolgungsjagd und müsse die Haare lang. Die alten Männer mit den Hüten, die sind nur noch am Fluchen. In einer Gesellschaft und in einer Zunft haben die Weiber gar nichts zu suchen. Ich persönlich fände es noch gut, mit Frauen würde das laufen. Wer soll denn sonst beim Griffenmöhli die Lösung verkaufen? Jugendspruch ist in der Krise. Ich kann es nicht so recht verstehen. Moment. Ich fange nochmal an. Jugendspruch ist in der Krise. Ich kann es nicht so recht verstehen. Die Jungen sind Präpositionen und Artikel abhanden kommen. Bald heisst es dann nur noch, ey, ich gang schul. Wird noch immer schwerer, darf ich nicht fehlen, muss ich pünktlich, weisst bin ich Klassenlehrer. Der Neymar rollt und schreit und rollt. Der Schiri rollt mit den Augen und rollt und seufzt und rollt. Der Gegner grollt und flucht und grollt. Weil der Neymar rollt, genützt hat's nüt, als der Neymar rollt, jetzt rollt er nicht mehr, er schmollt. Die Rechten nehmen überhand, die Linken, die nur flennen. Doch wenn du eine Schlange willst beseitigen, dann musst du sie vom Köpfli trennen. Für die USA wäre die Metapher blöd. Schreibt er das auf die Laterne? Den Kopf wegnehmen bringt dort nicht viel, dort musst du einen Arsch entfernen. Haben Sie die Abschiedsrede vom Schneider einmal mitbekommen? Ich wiederhole sie gerne, also ich zitiere. Meine lieben Schweizer, ich stelle mich nicht mehr zur Wahl. Ich danke dem Volk und meinem Sprachroboter zu Hause aus Altmetall. Für mich übernimmt die Kellersutter. Ich gehe zu Frau und Hund. Leben Sie wohl und vergessen Sie nicht, Lachen ist gesund.
Ich hätte noch einen, der ist eigentlich eher für den Keller, aber für einen Hangar würde ich glaube auch gehen. Habt ihr ihn los? Ja! Also den kannst du zeigen. Amal, you can zeigen. Letzten Sommer kommt ein Zürmer, du hast einen kleinen Moment. Hast du nicht gewusst, billige Flipflops, die machen impotent. Noch haben ihm gesagt, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Das betrifft mich nicht, ich frage die Dinger nebeneinander fies. Die Bank ist hier und ich will nicht zu viel verraten, aber einer hier davon, der Musikalischste, der ein Instrument in der Hand hat, der hat ja jahrelang bei den Tiefflieger mitgespielt und darum hat sich die Freundschaft stets aufrechterhalten. Aber jetzt machen wir langsam die Zeit. Ich begrüße ganz herzlich Jim Schlegel! Hallo zusammen. Sind wir bereit? Mikkele, zeige Helge. Shakiri und sie Freund, der Granny Chaka, haben eine Jubelscheste zusammen studiert. Doch blöderweise blüht wie ein Doppeladler drin. Dabei hat's doch ein Basler Dible, sagt es hier. Zum Neymar, der vom Zuckerhut, passt der Stab ein Schwan noch gut. Ja. Es geht Ureinwohner tief im Urwald zu Borneo. Die hat man schon seit Jahren im Gesicht wie gekommen. Doch eine Sichtung, die noch länger rennt und geht, ist ein Basler Peppi zu Bern im Bundesrat. Ist nicht lustig. Dabei geben wir ja noch so gern unsere Wessels ab auf die Bahn. Eine Nautilbombe explodiert mitten in der Stadt. Man sieht's am Fernsehen und man liest's in jedem Blatt. In Basel kann das nie passieren, jede Wette. Wir sanken Wessels weit und breit kein Parkplatz hat. Wolltest du Velowessels breichen, müssen wir nur an Speichen seichen.
Männer hat, der ist doch nicht ganz bache. Beim Zahnarzt Dr. Boris Zahnfleisch weglassen machen. Und der Fruktarier Kinderbug hat voll besessen. In Sinn und Mund der eigenen Augen hat vergessen. Tut Froni sich am Bäumle reiben, tut sie Ökosex betreiben. Moment, bist du Masochist und nicht ganz bache, kannst du auch mit einem Kaktus machen. Beim Umfliegen noch mehr sparen kann, bietet billig ehrliches falscher Stehplatz an. Und zum Landen nehmen drum, das wird ein Hit. Passagier, schon gleich der eigen Fallschirm mit. Jetzt wird der Spottpreis auch kein Witz in der wird haben. Du musst es verklemmen oder ziehst halt Windeln an. Wir nicht billig fliegen wie die meisten. Wir können uns den Zug noch leisten. Schellen und in Plastik schweissen. Auch Eier und Bananen, die haben doch eine Meise. Nur der Fisch kommt quasi Blut in die Hose tanzen. Denn der Fisch hat Plastikgucken schon im Ratzen. Eine Qualle hat sich, wenn es ihr gefällt, in einen Plastiksack verknallt. In der Nacht schwer erkennbare Guckenmüsse. Es schneielt, es beielt, es tut ein Wind. Das Kind legt Händchen an und während der Schnee macht Schwind. Ein Student, ein Gescheiter, tut gerade reklamieren. Hey Kind, du musst den Schnee mal viel mehr pigmentieren. Alice Schwarzer macht gerade auch, der Schneemann hat sie gern als Frau. Da hörst du noch eine sagen, eine Frau, eine Schneefrau, muss eine Burka tragen. Der Minu will einen warmen Mann,
einen hat nicht schmelzen kann. Ja. Ah, warte mal. Ja, sind mir noch zwei eingefallen. Ich habe gerade eine kreative Phase. Moment, ich muss meine kreative Phase schnell lesen. Auch Veganer haben Interesse daran, wenn man die Nase essen kann. Und der Baselbieter fällt noch ein, der Schnee müsste aber gratis sein. Mit großem Latz geboren. Auf dem Tramto gibt's schon tausend blöde Fass. Doch der Helge ist schon glatt. Schau, das war's. Wir hätten an dieser Stelle noch einen Flieger im Fass. Wollt ihr hören? Ja! Also, Mikkeli, kannst du schon mal blättern? Baby, ich kann schon lange Nein sagen. Weißt genau, dass du ankommst, gell? wir haben das 20-Jährige. Ich wäre so froh, wenn ihr mal mitsingen könnt. Uns zu lieb. Ja, ja. Macht ihr das? Ja, also. Ja. Fliegerli, die wir hier in fast alle kennen. Die meisten können wir sogar beim Namen nennen. Sali Mameli, Sali Heidi, Sali Monik, Sali Sherman. Wo bin der Pfeffer, wo bin der Pfeffer vom Pappi, du hast am ganzen Schoße. Ich guck dir an, wie du schöne Fassbachtung. Jetzt kommt Schnapsbacke. Alle zusammen! Dass ich nicht kann singen kann, ich wusste, aber ich möchte etwas Band schon kaufen nachher. Ich suche einen neuen Job, einen sicheren, einen bequemen und einen gut zahlten. Ein, wo du noch geschätzt wirst und wo sie noch etwas halten von den Alten. Jetzt habe ich einen gefunden. Gute Arbeit, viel Ferien, wenig Druck. Bei der Autobahngesellschaft in Genua. Über die Ostern machen wir Bock. Bist du ein bisschen verschrocken da? Wir haben den Vers gemacht, schon mit einer gewissen Demut, einfach dass das klar ist. Das ist das, nein, das wird niemand irgendwie benachteiligt werden. Ich besuche das Gartenbad im Bachgraben. Man will ja nicht rosten. Es tut jetzt Abo, weil ich auf der Landschaft wohne. Viel mehr kosten. Oh, hast recht, Weppi. Also
Landschaftl mehr muss zahlen, das habe ich nicht begriffen. Es tut mir einen Namen, wenn ich gehe baden, einfach ins Bassin schicken. Hans-Peter Wessels, da muss ich die Ohren hart Brot essen. Er wird immer nur kritisiert, was er brillant geleistet hat, geht völlig vergessen. Ja, man erinnert sich nicht an kann man den nächsten Spass machen. Das ist der Kommentar aus Chur für den Gastmonat, den Basel hatte, im September im Bündnerland. Liebe Basler, ihr seid ja schon auf Huren gehogen, glattig heiben. Und eure Fastnacht ist auf Huren gehogen lustig. Tun wir uns gerade einverleiben. Wenn wir die Rämmli nicht mehr fahren, schicken wir auch Huren viel Motorschlitten und Pistenfahrzeuge als Ersatz. Dafür behalten wir die Frau Ackermann. Das ist eine Huren gehogen, keine Katze. Beim Spiegelhof tief im Boden unten. Bei Ausgrabungen doch tatsächlich ein Kamelgebiss gefunden. Wie das Viech geheissen hat, wird jetzt ermittelt. Mit aller Kraft wird es schwierig. Es hat schon manches Kamel im Spiegelhof geschafft. Auf Facebook, dass ich sie lieb, und auf Instagram tue ich sie loben. Ich melde dann auf Twitter, sie sei die Größte, und lade sie ein per WhatsApp für morgen zu oben. Ich tue mir dann schön mit E-Mail, schreibe SMS von der Sorge, die ich nicht mehr tragen kann. Aber ich fange einmal, sie hockt ja nebenan, ich hätte das auch direkt gesagt. Ja, jetzt hast du eine Drohne mit Kamera, die lasse ich aber noch kreisen. Es ist für mich eben einfacher, wenn ich wieder mal wieder lüstern und gneisen. Also lass liegen im Garten von der Schwiegeramsel. Der Gunter hat mich gepackt. Dann hat sie alle dort gesündelt, oben ohne. Dann hat sie da unten gerade verjagt. Weil es mich schlaflos macht und mich durchblogen. Ob mein Geld sicher ist, bin ich so einem jungen, dynamischen mit Krawatte gefolgt. Aber ja, doch, hat er geschleimt. Unseren Kaderleuten kann man seit jeher vertrauen.
habe ich kurz nachgedacht, da habe ich mir ein paar auf die Schnur. In Frankreich hat mich die Polizei demütigt und misshandelt. Hey, die haben mich abgehackt, gefesselt und mir den ganzen Kahn verschandelt. Ich bin an einer Panne auf der Autobahn, ist das mit den Schmierlappen ausgeartet. Dabei habe ich nur in der gelben Weste auf einen Abschlecker geschlagen. Das ist schwierig. Ich lese am Morgen das E-Paper, spiele ein bisschen E-Sports, schaue auf die E-Watch und fahre mit dem E-Bike to the job. Dann check ich die E-Mail, mache ein E-Voting für ein E-Learning, download ein E-Ticket, it's really top. Wieder daheim mache ich das E-Banking, rauche ein E-Cigarette, lese im E-Book, aber es ist eine Katastrophe. Aber da wohnt ein eBay-Fan, der Idiot spielt auf der E-Gitarre und nicht einschlafen kann. Kurs an, wenn man sich richtig tut, akzentuieren. Nach so einer Schulung rufst du nicht du Arschgeige. Nein, dann bringst du einen Feinen und sagst ganz gepflegt, sie sind eine Analvioline. Tschüss, ey, weisst du, an der Rheinufer, Alter, ey, alles voll Scheiße und Dreck, geht's rauf. Ey, was ist, Alter, weisst du, kannst du nicht liegen mit Tussis und kiffen und saufen. Aber ey, weisst du, Mann, geil, meine Mutter kennt Ort, Alter, wo ist noch viel schlimmer. Hab ich gefragt, ey, Mann, wo? Seid sie voll krass, die Zimmer? Zusammen! So, Verstärkung, ich bin was sag ich? Das ist unsere Buckenmusik. Einen herzlichen Applaus! Sie sind nicht einmal böse, ja? Ja. Die müssen euch nicht verstecken, die müssen früher stehen, nicht hinterher. Ist okay, ich hab noch davon. Ja, die sehen wir jetzt gar nicht, du spielst schon über das Spiel. Das ist ein Sehen. Ich sehe ihn. Hallo, es reicht. Die bösen Buben steigen in zu viel Hose und es geht los. Ein Hosenlupf im Sägemehl und Stimmung, die ist groß.
los. Leg dein flach und mach grad schlapp, putz der andere sich gestell. C'est la vie, es muss so sein, so ist die Schweiz mit dem Greiz und dem Tell. Alle hocken am Fernseher und schauen den Donnerstagsjass. Von St. Gallen bis Basel haben alle am Jassen Spass. Trinkst du ein Bierli oder zwei oder auch ein Ginger Ale? C'est la vie, es muss das sein, so ist die Schweiz mit dem Kreuz und dem Tell. Es läuft doch einfach zu wenig, es ist wirklich langsam, yes. 700 kleine Bands mit Blues, Rock, Rhythm und Jazz. Am 10. Uhr Schluss, keiner weiß, was das denn soll. C'est la vie, es muss so sein, so ist die Schweiz mit dem Kreuz und dem Tell. Wir pendeln hin und her, stehen im Stau in unserem Land. Fressen alles außer uns, die einen Döner in der Hand. Ein Hotdog und ein Burger, weil das gut sein soll. C'est la vie, es muss so sein, so ist die Schweiz mit dem Kreuz und dem Tell. Come on, Michael! Oh yeah! So see, so is Schweiz mit dem Kreuz und dem Tell. Wir schaffen fließig, fließig, 40 Jahre und sind nie krank. Für kein Zins und ganz Geld, trotzdem in einer Bank. Sparen auf fürs Altersheim, wenn ich das so erzähl. C'est la vie, es muss so sein, so ist die Schweiz mit dem Kreuz und dem Tell. Oh yeah, come on! So sie, so ist Schweiz mit dem Greens und dem Tell. Hat's ein Loch drin, in mein Becher hat's ein Loch drin, in mein Becher hat's ein Loch drin, das macht keinen Sinn. Ich hock da in einer Spunte, mit dem Becher in der Hand, wart grad auf mein Schätzli, sie stehen umeinander. Jetzt warte ich noch eine Runde, trink ein auf den Durst. Wo bleibt denn auch mein Schätzli? Es ist mir langsam wurscht. In mein Becher hat's ein Loch drin. In mein Becher hat's ein Loch drin. In mein Becher hat's ein Loch drin. Das macht keinen Sinn. Jetzt zieh ich eine weiter, vielleicht ist sie ja dort. Aber gefunden hat sie gleich nicht, zum Glück hat mir der Wirt gehört. In mein Becher hat's ein Loch drin, in mein Becher hat's ein Loch drin, in mein Becher hat's ein Loch drin, das macht keinen Sinn.
irgendwann ist genug gewesen. Noch bin ich dann halt los. Sie liegt in der Pfanne, mein Geld liegt auf der Strasse. In meinem Sack, da hat's ein Loch drin. In meinem Sack, da hat's ein Loch drin. In meinem Sack, da hat's ein Loch drin. Das macht keinen Sinn. Und im Becher hat's ein Loch drin. Ja, im Becher hat's ein Loch drin. Ja, im Becher hat's ein Loch drin. Das macht keinen Sinn. Teig von Bern, hat er mal gefragt, seid ihr jemand oder nehmt ihr den Lohn? Ich nehme Lohn. Ich bin nichts. Das macht nichts. Das ist immer noch besser als gar nichts. Da bin ich lieber nichts. Nichts sein ist nichts. Gar nichts sein ist nichts als nichts. Donald Trump! Wladimir Putin, der Erdogan, der Bashidur, die sind jemand. Ich bin nichts. Gut, der Bashi hat oben auch nichts. Und der Putin nicht viel. Und der Trump wahrscheinlich eine Handvoll Kamelhaar. Da habe ich wenigstens nicht nichts. Aber ich bin nichts. Warren Buffett, Investmentunternehmer, Grossinvestor, mit 10 Milliarden Dollar schwer.
dagegen habe ich nichts. Ich habe nichts. Aber ihr Swiss-Präsident, Peter Grünenfelder, der entwickelt Ideen für übermorgen. Die habe ich nicht. Ich habe nichts. Der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt, der hat etwas zu sagen. Der sagt, was wir wert sind. Er hat nur Angst, dass, wenn das Rahmenabkommen nicht durchkommt, sie anständige Löhne zahlen. Die Angst muss ich nicht haben. Ich habe nichts. Präsidenten von Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Liverpool und ihre Spieler Ronaldo und Messi, wie sie alle heißen, die haben etwas. Alles Millionäre. Oder IB. Von Basel werden wir jetzt nicht reden. Ich kann nicht einmal schütten. Ich bin nichts. Einfach nichts. Und habe nichts. Aber habe ich mir schon mal überlegt, ob ich mit denen täuschen möchte. Mit einem Trump, Putin wie eine Frau. Mit einem Putin, der kriegt ja die rechte Arme ab. Oder mit einem Erdogan, wo man nachher sagt, er hätte Geissen gern. Und den ganzen Tag denn die nur liegen. Nein. 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 Und der Baschi Dürr, der wäre mir zu klein. Oder mit einem Cerdan Jagiri tüscheln. Umlaufen mit O-Bein, mit einem IQ wie einem Kieselstein. Das Tollste für den ist der Adler machen im Liebling mit dem Schweizer Kreuz. Nein! 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 Wenn er wenigstens den Basilisk gemacht hat! Da bin ich lieber nicht. Aber bin ich wirklich nicht? Sind wir alle niemand? Wir sind gegen die hier alle nichts, das mag stimmen. Am Schluss sind wir alle nichts. Aber ich glaube, wenn ich so denke, sind wir nicht von nichts da. Wir alle hier haben unsere Bestimmung auf dieser Welt. Ich habe auch meine Aufgabe und die muss ich erfüllen. Du und du und du auch. Jeder halt auf seine Art. Also, packen wir es an. Wir sind nicht nichts. Wir sind jemand. Madame de Meuron. Ich glaube, heiß lieb, an der Finger klebt heiß lieb, heiß, 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 heiß lieb, heiß lieb, an der Finger klebt heiß lieb, heiß.
Heisli, Heisli, so ist der Heisli. Heiss, 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 heissli, heissli, so ist der Heissli, au, au, heiss. Als Dini trinkt wie der James Bond der Martini, ist pro Martini e Grisini. Das nennt man halt den guten Schuss. Dicker als Mini, füttert gern Tortellini, garniert mit Peperoncini, mit Nudeln müsst du nicht mehr kommen. Mini ist gescheiter als Dini, sie spielt am liebsten Rossini, mit Fingerli wie ein Bambini, ein Guckenmüssig ist ein Seich. Überraschung, die vor der Tür steht. Ihr wisst ja, jahrelang schon ein Begleiter von uns. Mit tollen Sachen, kombiniert auch mit den Tierpflegern. Und heute oben aber mit unserem Starschlagzeuger zusammen eine Fasnachtsnummer auf die spezielle Art.
begrüßen recht herzlich, also nein, applaudieren recht herzlich, Matthias Colombini! Spitziger Riesling!
Ich glaube, ja, das Mikrofon sollte von daheim mitnehmen. Wenn ihr hören? Ja! Dann kannst du zeigen. Ich tue an der Costa del Sol am Strand entlang laufen. Da will man so einen schwarzen Verkäufer nur verkaufen. Wo ich Nein gesagt habe, da wird er muff. Er gibt den Job da sowieso wuff. Er laufe nicht mehr lang durch den heißen Sand. Er bekommt in Basel an der Uhren- und Schmuckmesse Stand. Als der nächste Vers aufsitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Buscheli, mit und ohne hoch, sind im grossen roten grosse Gefahr. Auch wenn die Kleinen gar nicht kleinen, dürfen auch die Herzigen nicht rein. Keine hoch, herzig und gleich. Jetzt bleibt der Boschi durch halt auch daheim. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Display nochmal geschwitzt. Ein Student im 30. Semester meint das Negro-Rigas-Logo sei von gestern. Ein anderer Student, ein ganz gescheites Wesen, will, dass man die Weltwoche nicht mehr gratis lesen darf. Klar, als der gesunde Verstand vergiss ich, wenn denn der Mensa nur vegetarisch ist. Etwas, was ich gar nicht mag, ist der saublöde Frauentag. Aber etwas, ja, das sag ich dir, der Rest vom Jahr gehört wieder mir. Als der nächste Vers aufsitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Ich habe das falsche Kerl. Darf ich vorstellen, dass die Regierung von Basel-Stadt unsere Herzog Eva nimmer satt. Der Kramer, seine Schieler machen blau. Der Bunchin, was er macht, weiss kein so genau. Der Baschi durch den Flügel, durch den Stierer. Der Engelberger, der jetzt halt doch nicht Fusionierer. Das Ackermann-Betli, die Überschüssige. Und der Hampe, der Überflüssige. Als der nächste Vers aufsitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Statt beim Schreiben und beim Rechnen glänzen, dienen die Schüler die Schule für die Umwelt schwänzen. Auch der Kevin ist für so einen Protest bereit. Darum hat er zu der Mama gesagt, ich komme zu spät an die Dämon unten vorne. Fahr mir rasch bei den Mäuten an. Als der nächste Vers aufsitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Die Sitzungen im Bundesrat sind vom Morgen gegangen bis zum oben spät. Manchmal sogar die halbe Nacht haben die Überstunden gemacht. Jetzt gehen die Sitzungen nur noch 3/4 Stunde.
seit Schneider immer nicht mehr kommt. Aus der nächsten Phase sitzt, wird das Display nochmal geschwitzt. Wenn das Präsidialdepp in der Dolpenvorstadt und das Baudepp so etwas gelungen Glattes vorhat, dann werden die Trottwarentlein oben abend gehauen. Keiner weiß genau, wer was wollt heute bauen. Sie verstehen sich gar nicht neumen Duren, wenn die im Grossrot sollen Hochdeutsch schnurren. Aus der nächsten Vers aussitzt, wird das Display nochmal spitz. Frau Meier füllt im Gundeli mit dem Hundeli der Rundeli. Plötzlich ist das Hundeli in dem grusigen Hochhaus verschwunden. Man hat von zoberst bis ganz unten das Hundeli nicht gefunden. Als der nächste Vers sitzt, wird das Instrument am Holz. Ich habe die Batterien von meinem Tesla geladen und bin mit ein paar Kollegen auf Baden-Baden. Zuerst haben wir im Casino das Geld verzockt, dann sind wir die halbe Nacht in eine Fotischuppe gehockt. Komm daheim, hat die Jury getätscht. Ja, der Tesla hat meiner schon alles verrätscht. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Display nochmal spitz. Ich weiss, aus nicht ganz sicherer Quelle, warum wir auf die Lara Gütberami nicht mehr können zählen. Man munkelt, sie wurde zu viel, dass sie Zwilling bekommt. Sie ist im dritten Monat und beide Buben sind gesund. Der Wallon meint, das hätte ich auch nie gedacht, dass mir die Lara noch einen Doppeladler schenkt. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Gut, als die Spitäler jetzt doch nicht fusionieren, das hätte im Unispital können passieren, dass der Professor Krause zur Schwester Irmgard sagt, legen Sie mir bitte das Skalpell bereit. Darauf meint die Schwester Irmgard stolz, das Skalpell ist heute auf dem Brüderholz. Ja, noch einen aktuellen. Wenn ihr ihn hören? Ja! Ja, wer über den Bahnhofplatz laufen tut, braucht Nerven und auch zünftig Mut. Darum hat man im Wessels die Aufgabe gegeben. Er soll den Platz und einmal unter die Lupe nehmen. Ich glaube, bevor dem die Aufgabe übrig ist, lassen wir es aus Sicherheit einfach so, wie es ist. Soll ich mich noch? Nächste Mann ist offen, BSG Giftspritze! Salut miteinander! Hey! Mögt ihr noch? Psst.
letzten Frühling, ich hab gemeint, ich spinn. Hocke im Zug, fast nur Kardinal und Pfaffendin. Die haben erzählt, sie kämen von hoch und fern und pilgern mit Glaubensgenossen bis auf Bern. Es sind halt schon ein bisschen die Lust, wo sie alle stieren, wenn ein Haufen Young Boys eine grosse Party feiern. Mit der Basler Delegation bin ich gar sexy Leute schauen. Er hört plötzlich. Nein, ist falsch, war das. Mit der Basler Delegation bin ich gar sexy Leute besuchen. Er hört plötzlich eine Stimme zwängeln und fluchen. Ich hab dann gesehen, wie ein paar Zunftbrüder trotzdem klagen. Etwas im Stechschritt zur Scheiterbeige tragen. Jetzt räumt mich sofort ab, schreit das Wesen. Ich bin doch Stadtpräsidentin Akuma und nicht am Böse Wesen. Dort eine am Bächli stieg der Räuber ins Haus. Schucker waren fangen, doch der Tesla hat keinen Fuß. Zu Russland in einer WM-Nacht hat der Chakado das Zeichen gemacht. Ich hab mich gefragt, was zeigt deine Kamera? Da plötzlich hab ich die Antwort gehabt. Da grüßt doch nur seine Frau, wo ist daheim geblieben? Ich bring dich always ultra mit Flügeln, da sind's gerade abgeschrieben. Apropos WM. Ganz heiter. Schwaben haben wollen Weltmeister werden. Ach, komm, vergiss mich. Viagra. Auch ich möchte noch gratulieren. Endlich einen Grund, mal eine auszuprobieren. Ich habe die blaue Pille zusammen mit einem Schluck Champis genommen. Ein Moment später, hey, jetzt schau auch da. Hat fürs Jubiläum exakt nach 30 Minuten 10 auch von mir noch Standing Ovation gegeben. Schluss machen die Schwaben noch so schnell. Aus dem Wutzelweibli Mertel, Germany's next Topmodell. Jetzt dreht sie Designerhosenanzüge vom Job und Dior. Anstatt die Ossi-Döpieste aus den 60er Jahren. Und elegante Schuhe mit Absatz, die sie grösser machen. Anstatt die alten Däden erschlappen, die flachen. Und seidige Foulard in lila oder gel. Anstatt die verbleichten, karierten Polyester-Schäl. Und der Push-Up-BH soll neu ihre Oberweite wirken. Anstatt die feineren Platz in Wäsche aus dem Erzgebirge. So, jetzt passt fast alles. Die neue Garderobe und der präsente Busen.
Nur der Kopf fliegt halt immer noch oben raus. Kürzlich habe ich, weil es mit Tamedia besser läuft, wieder einmal eine Basler Zeitung für 3 Stunden gekauft. Nach dem Feuer oben habe ich dann solidarisch gedacht und einem Gloschar am unteren Rheinweg geschenkt. Noch segelt der mir nach, ja gemeint, er will sich bedanken. Was? Du leise Spatz, du arme Siech, schau, da hast du 3 Franken. Haben wir einen aktuellen noch? Ja! Oh, danke. Der Karli Lagerfeld redet im Himmel mit Gott und sagt, also modisch gesehen ist da oben Schrott. Kein Style, kein Glamour, er schaut den verrumpfelnden Engel dort. Wie er aussieht und sich kleidet, das ist doch unerhört. Da meint er, lieb Gott, ich kann dich verstehen, aber die Asturiella, die ist immer so. Danke vielmals, ciao zusammen, schöne Fasnacht. Thank you.
sie sind schon da, bevor wir sie können ansagen. Geben wir noch einen tollen Applaus, den Müllwirf! Doch kaum noch Mirko weckt, der Dragan sammert ein Fang. Komm, wir gehen go schaffen, meine Finger sind schon lang. Und kommen Schucko, hauen wir nicht ohne Beute ab. Mein Cousin schafft bei Tesla und stellt da den Fernstil ab. Jugendschwanz, der Unterricht scheint für den Klimaschutz. Der Lehrer schimpft ausgerechnet, wenn's ein Test gibt, Gottfried Stutz. Der Trump hingegen findet's gut, was nicht an Wunder grenzt. Weil er hat bei dem Thema schlier noch die Schule auch immer geschwänzt. Die Hornkuh-Vorlag ist im Herbst beim Volk nur knapp Bach ab. Bauernwohnsweltsubventionen sind ja so schon knapp. Man munkelt, als eins Deutschland jetzt die Vorlag neu lanciert. Der Silbereisen hat drum gern als Körnten auch kassiert. Der Blärin stänzt mit neuem Velo auf dem klaren Platz. Er macht freihändig Faxen und bringt Herzen auf ein Latz. Was er fürs Leben gelehrt hat dort in seller Sommernacht, ist, dass man auf dem Velo nicht den Doppeladler macht. Es ist kein Selbstporträt. Und der Herr Ronaldo kann nicht malen, hat er ausgerichtet. Eine Frau klagt der Ronaldo weg, man oben zu Vegas ein. Da ging bei ihr zu weit und ungewollt in die Annale ein. Dort bietet er's als Fußballer, doch eigentlich versteht. Ziehst aufs falsche Dörli, kannst ein eigen Goal bekommen.
Ein Velofahrer kriegt zu Paris ein Gummigeschoss im Schritt. Er trägt eine geile Weste und das passt ein Schucker nicht. Sie Kaporal ist außer sich und meint in scharfem Ton. Sie ist die Ankunft vor der Tour de France, da steht er im Maillot schon. Wir haben noch etwas Längeres dabei, wo wir sie spicken. Liedli? Ja, das ist ein Liedli für Erwachsene, wie für Kinder. Ein sogenanntes Kinderliedli. Voilà! Und das wurde so. Im Gartenbad sehe ich eine Frau, sie liegt zwischen den Bäumen. Sie ist Liebe auf den ersten Blick, das ist die Frau von meinen Träumen. Ich sprich sie ja, obwohl mir's Herz schon fast in die Hose geht. Da sagt sie, kein Interesse, ich warte auf mein Tinder-Date. Frustriert gang ich ins Internet und mach mich einmal schlau. Neben Tinder gibt's noch Casual Date und Parship, das gibt's auch. Es gibt Elite-Partner, Love Scout, ja, wo könnten die auch sein? Und ich sie suche, da flüstert die Putzfrau, schön bist auch dabei. Ein bisschen irritiert, weil es kostet halt schon scheinbar viel. Erstelle ich jetzt auf jeder Seite Superman-Profil. Ich bin noch gar nicht fertig gewesen, da sucht es schon das erste Mal. Ein Trixli 82 fand mein Sixpack ziemlich toll. Ich habe mit ihnen abgemacht, endlich bin ich nicht mehr allein. Wo sie denn zu laufen kommt, denke ich, was hätte ich zwischen den Beinen? Ich habe mich bei der Hotline gerade beschwert, ich fände es nicht gut. Da zeigt man mir, wie man so Transfilter setzen will. Seit 3 Jahren bin ich online, denn das Glück fällt einem nicht in den Schoß. Das ganze Vermögen ist jetzt weg und ich bin arbeitslos. Die Verwandtschaft meint, ich soll doch endlich Impf in Anspruch nehmen. Ich würde ja gern das Platin-Abo, muss für 6 Jahre nehmen. Ich gehe zum Psychiater, am Empfang sitzt dort eine Frau. Die lächelt mir ins Gesicht und sagt, gell, da kennst du mich auch. Sie ist die Traumfrau aus dem Gartenbad, die mit dem Tinder-Date. Dass du rausgegangen bist, sagt sie, hab ich dir gar nie erzählt. Ich habe sie erklärt, da fragt sie mich, was ist ein Tinder-Date? Sie hat noch gesagt, sie hört nichts, wenn eins von den Kindern schreit. Hätte ich noch besser zugelassen, sage ich, doch für das ist es spät. Denn gleich kommt jetzt Frau Doktor, die genau weiss, wie Tinder geht. Schöne Fasnacht noch miteinander. Ciao zusammen. Jetzt geht es weiter. Auch mit so haarigen, kleinen, grusigen Tierchen. Und mit wunderbaren Fans. Ein dicken Applaus der Wanderratte! Alle zusammen! Wenn ich der Novartis meine Nieren verkaufe und fürs Essen in Gassenküche laufe,
wenn ich mein Winterfall an einen Händler verticke. Wie wo ich könnt und auf eine Bänkli lieg, dann kann ich mir wie die meisten auch eine Krankenkasse leisten. Sagst nein an der Kasse bei den Süssigkeiten. Kriegst mit kleinen Kindern Schwierigkeiten. Die fangen an zu täubeln und umschreien und lassen sich vor Wut am Boden fallen. Genauso mühsam und renitent tut es Amerika der Präsident. Wegen einer nicht aufgeschafften historischen Lücke tut man zu Basel ein Gucke medial bespucken. Damit jetzt kein Medi-Gucke in den Ecken kann drucken, habe ich einen Vorschlag ganz schmucken. Nehmt das Signet und dient euch dann ab nächstes Jahr Nagel Rigas nennen. Wo die Leute haben geschluchzt, ich trete zurück. Hamo brillt, sie von Kummer und ich von Glück. Im Schneiderammann hingegen habe ich gesagt, er soll als neuer Verwaltungsrat zum Bell, damit er dort in seinem Wachkoma weiter vor sich an eine Wurstel kann. Als wenn am Ballon d'Or, ich bin jetzt noch geschockt. Gewinner nach einem Foodie Tänzli frockt. Das wird sich zu Basel kein getrauen. Wir schätzen und verehren die Frauen. Die dürfen hier sogar frei rumlaufen und für ein Sandwich Lösli verkaufen. Auch in dieser Stadt, ja das steht fest, trifft uns keine Schuld an der schwarzen Pest. Dir nämlich, das hat schon mein Papa gesagt, vom Floh und nicht von uns übertreibt. Außerdem hat man in Basel ja insgesamt lieber die Pest in der Stadt als ein Wessels im Amt. Sie sind sehr standhaft, ja vom Wagen. Schwupps hat's gemacht, schon ist sie gelegen. Jetzt hat Akkumar der arme Tropf eine Bühle so groß wie ein Horn am Kopf. Und ich bin froh, aber sagen's ihr nicht, dass es immer noch hier mit Hörnern geht. Eigentlich kann ich an der Hochzeit von meinem Bruder nur wählen. Der Fotograf mit seiner Drohne in den Schatten stellen. Aber die hat schon nach dem Start völlig unkontrolliert. Im Vorbeiflug die Hochzeitstorte püriert. Und ist ab Richtung Brut quer durch den Garten. Jetzt hat die gute Fee eine Hasenscharte. Nach dem Fiasko mit der Drohne habe ich gedacht, mein Kleiner kann es besser und habe ihm sie geschenkt.
Aber jetzt hockt seit mir die Jugendanwaltschaft den Bengel in Untersuchungshaft. Er hat mit dieser Drohne, das ist unerhört, Frisur vom Baschi Tür zerstört. Schön zusammen, bis wir noch. Jetzt kommt ein Hochdienst. Ihr spielt der Stöpsel das Ländl Nummer 5. Das Baby dort im Wissenhaus kann stillen.
ist so einsam und es drohte wie der meiste. Mit dieser Rente kann sie sich der Kohlboy nicht mehr leisten. Zum Glück kriegt jetzt die Frau Krautenschutz BAV. Das freut Rösli und danke Trink. Am Strand im Bikini, das seid der kleine Salini. Die Flüchtlinge sind die, nicht meine. Der kleine Schlawini, der sieht das Bikini und seid liegt am Strand, wenn wir sowieso kein mehr am Land. Rassismus ist der Scheißal.
stinkt auf 1000 Meter. Stellst Kaffee schwarz, bist Herr Rassist und ziehst nur schwarze Peter. Auch die Lungenliga hat man mit dem Wort bezwungen. Es ist halt schon rassistisch, kämpfst gegen schwarze Lungen. Novartis, die sind schwarz, muss 2000 Leute entlohnen. Was bleibt, das ist ein Schwarzarbeiter als CEO. Ein Tageswoche geht und hinterlässt eine Riesenlücke. Sie wollen ihre Zeitung nicht mit schwarzer Tinte drucken. Die Linksextremen sind brüskiert und stehen unter Schock. Auf einen Schlag sind auch sie Rassisten wegen schwarzen Block. Die Deutschen sind seit eh und je gegen Rassenhass immun. In Chemnitz, dort ist keine Schwarz, dort sind alle braun. Es jetzt noch Anton Lauber mit Rassismus übertrieben. Er hat als erster Baselbieter schwarze Zahlen geschrieben. Was soll das Schiess? Rangt die Ohr in schwarz und weiß. Die Stadt ist farbenfroh und das ist gut so. Die ganze Stadt in ein Tumult. Und da ist nur das Logo die Schuld. Es hat in der ganzen Schweiz und nicht nur zu Basel kracht. Hat ich das Männli noch eine Doppeladler gemacht. Darf ich euch der letzte Bank von jetzt oben ansagen? Das heisst aber noch nicht, dass ich denke, keinen Go. Sie sind jahrelang Stammgast bei uns und eine sichere Bank. Ich sag nur, könnt ihr schon mal anfangen singen. Tam, tam! Ja, sind ihr alle da, zum Schnitzelbanko singen, sind wir da reingekommen. Wie jedes, was ihr kennt schon, ist für uns Programm. Wir singen zusammen noch ein Vers. Dam, 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 dam. Gut, was wir lieben. Und dam, 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 dam. Lüge. Die Frau mit Buschi im grossen Rot, wir können es nicht verstehen. Wird rausgeschossen, der Präsident, erklärt es dir noch so. Warum er brillt und Schissdreck macht, muss der Saal verlassen. Da stellt sich die Frage an die Buschi-Tür, was machst denn du da vor? Tam, 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 tam. Wir schlagen Serben an der WM, das Schweizer Herz hat gelacht. Lampe gibt's, wo der Shakiri sie Doppeladler macht. Die Scheiße ist doch nicht so gemeint, erklärt auch mit viel Mut. Wir Schweizer schütten weiter, liebe Schwaben. Liebet gut. Oh, tam, 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 tam.
Verborgen euch, was uns verrecken, das Indien investieren. Er sucht Spieler und will dort am Ende reinkarnieren. Jetzt stellt sich die Frage, was wird aus ihm? Ein Fuchs, ein Hase, ein Reh? Einfach bitte nimm mich Präsident vom FC. Schweiz soll nicht zersiedelt sein, haben die Grünen geschrien. Wir tragen Sorge zu unserem Land, die verdichtet bauen. Zersiedelung stoppen heisst konkret, viel Liter fangen im Raum. Ja, besser als im Flieger, klingt das dann cool. Mit 17 machen. Wir begrüßen es auch. Du, der gibst es besser ab. Selber in jeden Staub. Am besten wäre für Sicherheit, das sollte man durchziehen. Die Männer dürfen schon ab 16, die Frauen lieber nicht. Dear Captain, we are very sorry. Seht mir leider warten. Der Drecksplatz da hat Schnauze voll. Er schlägt am Kopf in die Scheibe. Ehrlich gesagt, wir verstehen ihn gut. Wer will schon das Ziel bleiben? In eine kommt der Platz lenkt lang durch ein Schmuckmessin. Was passiert am Waffi mit der Telefonkabine? In eine kommt der Platz lang durch ein Schmuckmessine. Zwei verschenken wir den Rammel, wir Peppi sind sozial. Den haben die jetzt Hölschen und in Angel ein wunderschönes Spital. Ex-FCB, sollte auch eine kriegen. Der Karo mit und ohne Ballen nicht auf die Schnur fliegen. Jetzt steht noch eine ganz allein, der unten auf der Strasse. Selbst ins GC-Fernlokal, spitz die ist viel zu gross. Oh, God.
Emine. Und Karin spielt Justitia, darum hat vier da weh. Der Schneider Adam instruiert den Guy, der neue Wirtschaftsmann. Und weil er so Französisch macht, ist er heute noch klar. Ist ein armer Mann. Sie meint ja, kriegt den Buschi vom Männchen nebendran. Da hat ihr dort das Gitter gepackt für einen Zolli-Skandal. Für uns ist wichtig, es ist kein Schwab, der Rest ist Schnurze. Thank you.
Er ist, wenn wir der Bundesrat wären, wäre er eben der Schneider am Mann. Stadt am Rhein, wo einzig ist, will du uns noch Freude am Leben gisch. Du hast ein herrliches Lachen in deinem Gesicht. Du bist eine Frau, wo uns die Herzen bricht. Grau die Haar und ein farbiges Kleid schwingt bis grell und fies sind breit. Gut erhalten und ein rassig Stück, dass es dich gibt, ist unser Glück. Du bist die Stadt am Rhein, wo einzig ist, will du uns noch Freude am Leben gibst. Du hast ein ehrliches Lachen in deinem Gesicht. Du bist eine Frau, wo uns die Herzen bricht. Frech wie ein Dreck, das Herz ist gut, in deinen Odern fließt rot, blau blüht. Gut in Form, du kriegst grad Schiss, weil du schöner als die Frau Zürcher bist. Du bist die Stadt am Rhein, wo einzig ist, will du uns noch Freude am Leben gibst. Du hast ein herrliches Lachen in deinem Gesicht. Du bist eine Frau, wo uns die Herzen bricht. Dude.
bist eine Jungfrau, wo wir alle wollen. Du bist eine Mama, wo wir nicht mehr gehen. Du bist eine Stadt am Rhein, wo einzig ist, weil du uns noch Freude am Leben gibst. Du hast ein herrliches Lachen in deinem Sinn. Du bist die Frau, die unsere Herzen bringt. Du bist die Frau, die unsere Herzen kommen wir zum Schluss, aber ich habe euch ja versprochen, es ist ja noch nicht so spät. Das letzte Bremli fährt erst um 13:30 und wir werden ein bisschen auf die Fasnacht einstimmen, wo eben schon heimgehen. Also hat eben gesagt, die sitzen doch bequem, außer die auf den Bänkli. Jetzt haben wir noch mal Blöser da, jetzt hören wir natürlich gerade auf. Machen euch aber noch zwei, drei heisse Nummern von auf dem Heimweg. Aber eben wie gesagt, jede Vorfasnachtsstube oder eine gute Stube oder eine Vorfasnachtsveranstaltung hat eben einen Prolog und einen Epilog. Also jetzt kommen wir zum Epilog und das heisst ja irgend so etwas bis zuletzt, oder? Wer hat eine Plakette? Schon eigentlich, wer hat noch keine? Alle haben eine Plakette, also haben wir sie gelesen, gell? Bis zuletzt, wenn es vier ist, lohnt und es wieder ein Jahr bis zur Fasnacht geht, kämpfen doch alle bis zum Schluss. Ob es ein Mist ist oder ein Genuss. Bis zuletzt hat Mühlbar wie gestärkt mit ihrem Konzept ihre Halle gelehrt. Bis zuletzt kämpfen die Frauen um ihre Quote und das nicht mit Sammetpfoten. Lieber ein Huhn in der Direktion als ein Klon in dieser Position. Lieber eine Frau Bundesrat am Herd als ein Mann mit Helm und Schwert. Und im Grossrat, das ist der Hit, eine Mutter, die die Brust im Busch gibt. Sie wollen immer noch ohne Vernunft unbedingt in eine Männerzunft. Am Vogelgriff ist es nicht mehr früher, dort siehst du vom Deckel nur noch Hirner. Der wilde Mann, der streicht man auch, auf dem Rhein tanzt neu eine Frau. Und der Löwe kommt nicht mehr zum Tragen, jetzt schiebt die Löwin den Buschiwagen. Der Vogelgriff, das ist kein Mann, der hat jetzt ein BH an. Die Gleichberechtigung hat nur ein Ziel, so viel Anteil an Frauen wie Oberwil. Die Gemeinde besteht aus zwei, drei Zecken, nämlich zu 100% aus Schnecken. Bis zuletzt ist gegangen, haben wir gesehen, in einem Menge macht schon das Foodie weh. Wir schnappen zusammen jetzt noch einen, dann gehen wir langsam zusammen heim. Es schlafen alle so gut, wie es geht. Sali zusammen, bis vier ist laut. So, mögen wir noch? Ja! Nur 5 Minuten. Yeah.
gekommen, da war sie ins Tessin. Am Gotthard stand in einem Schock und da fast kein Benzin. Ja, Gaius, da kannst du den bringen, da liegt den drinnen. Ja, nein. Ja, Gaius, da kannst du den bringen, da liegt den drinnen. Ja, Lago Maggiore, wir haben das Wetter breit. Wir haben auch glatt an Ranzen gefahren und sind nur mehr gesagt. Ja, nein, hörst du, da kannst du den bringen, da liegt den Tinnen. Da kannst du nicht bringen, da liegt nicht hinten. Ja, nein. Ja, nein, hösch. Ja, kannst du nicht bringen, da liegt nicht hinten. Ja, nein. Oh, das ist doch gut, Mann. Ja, nein. Stomp your hands. Party!
ist bei dir denn auch so weit? Seili, Seili, du kommst in den Tag. La 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 la, la 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 la. Seili, Seili, du kommst in den Tag. La 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 la.
ist Mode, so haben wir es Abstiegsnacht. Er soll's der Teufel holen, es wird der Welle gemacht. Ich haus ins nächste Dancing und gib mir eine an. Das macht mir gar kein Kummer, ich bin der Ferimann. Dani, kommen! Gnädig. Ich setz mich an den Tischli und stelle Flaschen ein und lad mir dann die Gritte neues Nocturne Kino ein. Herzlichen Dank, dass ihr da gekommen sind. Oder sagt uns Dankeschön, dass ihr eine Bille bekommen habt. Wie man es will. Nein, aber es war grossartig.
als der Grossrat. Es ist nicht einfach, so einen oben aufzugleisen mit so vielen Akteuren. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber es geht nicht nur um die, die vorne da stehen, sondern auch die, die hinten dran sind. Zum Beispiel Kuchi von Dani Heiniger. Sie sind schon heimgegangen, aber noch Applaus hören Sie euch noch. Dankeschön. Und einen ganz großen Applaus allen, die hinter dem Büffel geschafft haben. Ganz bestimmt ist die Familie mit mir gewesen. Ganz großen Applaus allen Helfenden und Helfer. Am Hand auch gelernt, der Tobi mit mir. An der Leadgitarre, Raffi Neubauer. Am Schlagzeug der Boss, der Michel Agas. Unsere Mail, damit wir eine E-Mail-Adresse haben. Briefmarken werden immer teurer. Nein, da können wir euch auch den Newsletter schicken, wenn wir mit etwas machen. Zum Beispiel 2., 3. und 5. Mai ist hier mit das traditionelle Wurst- und Brotkonzert. Also schreibt euch, schreibt uns eine Mail und ihr seid dabei. Für Mitglieder kostet es noch 5 Franken. Ein Bier und Wurst und Brot. Das ist, weil die Krankenkasse aufgeschlagen hat. Am Keyboard jetzt aber noch! Nicht vergessen! Ich habe noch nicht gefunden, ob es mein Sohn ist. So Bingerleich, er ist eben gleich alt wie ich. Er sieht noch besser aus, wenn er sich immer schminkt. Wir grüßen den Michael Michi Äppli! Weil er ein Ältchen ist, aber er schafft es halt auch nicht ganz. Wir gehen das Geld immer für den 13. Dann spenden wir einen Pepi. Frischzählen gehören, nennt sich das ganze Programm. Da gibt es schon mal ein neues Nierle. Dann haben wir mal das Gesicht. Da gibt es vielleicht auch mal einen Arschbacken. Aufbereitung. Wir haben ja schon neue Nieren drin, das ist schon krass Scheissdreck. Meine Damen und Herren, der einzige Tierflieger, was mit sich selber länger ausgehalten hat als der Rest von der Band. Mein Lieblingsgesang, der Walter Mattiabli. Thank you.